Ja, schönen guten Morgen. Ich bin wieder unterwegs und erzähle euch heute etwas über das Tierkreiszeichen Schütze, regiert von Jupiter. Jupiter und Schütze, also Schütze gehört zu den Feuerzeichen. Es gibt Feuer-, Wasser-, Luft- und Erdzeichen. Es gibt drei Feuerzeichen. Das ist der Widder, der das körperliche Feuer symbolisiert. Das ist der Löwe, der das Herzensfeuer symbolisiert. Und der Schütze, der das geistige Feuer symbolisiert. Und lustig ist, dass ich seit ein paar Tagen totalen Spaß an der Farbe Orange habe. Ich sehe das an meinem Lippenstift, an meinem Halstuch. Ich brauche die Farbe gerade. Sie gefällt mir unglaublich gut und ich würde sie dem Schützen zuordnen. Das ist ein Rot, Rot für Feuer, aber es ist eben ein helles, fröhliches, optimistisches Rot. Dem Schützen wird auch das Thema Hoffnung zugeordnet. Optimismus. Ja, Schütze beschäftigt sich im Übrigen mit der Philosophie und mit der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das sind die geistigen Abenteurer, die wollen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und Jupiter ist eben auch die unendliche Fülle des Geistes. Es ist die Beschäftigung mit den verschiedensten Religionen. Es ist das Workshop teilnehmen oder auch leiten, lernen und lehren, verstehen wollen, was der Sinn des Ganzen ist, der Sinn unseres Lebens, den erkunden. Und da gehören auch die Religionen dazu. Also Kirche, Schule, das sind Schützeorte. Und die Schattenseiten von Schütze ist Besserwisserei oder Menschen was aufdringen, drängen, missionieren, ne? So. Aber das Gute am Schützen ist eben dieses Hoffnungsvolle, dieses Optimistische, dieses voller Freude, froh in die Welt schauen und eben Sinn suchen. Sehr spannend. Ich bin hier gerade im Wald und suche auch Sinn. Ich suche nämlich gerade den Weg. Das könnte man vor lauter Optimismus vergessen, zu gucken, wo es lang geht. Da brauche ich jetzt die Jungfrau-Qualität, um mich hier zu organisieren. Ich glaube, ich bin aber hier richtig. Es ging rechts lang, habe ich mich erinnert. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen frohen, optimistischen, fröhlichen Orangetag. Alles Liebe für euch. Tschüss.